So, das ist jetzt die Diamant-Suite. Das separate Schlafzimmer ist hier die Besonderheit mit der Tür. Also das ist komplett abgegrenzt von dem Ehebett für die Kinder zum Beispiel. Eine Couch. Das ist auch total cool. Hier ist ein riesen Fenster, ein riesen Fernseher. Und hier könnte man dann quasi rausgehen auf den Balkon. Der geht einmal außen rum. Oh, da geht jemand aufs Klo, oder was? Ja? Nein, sie ist zugefallen. Doppelbett, wieder mit Fernseher, den man verstellen kann. Und da könnte man dann rein theoretisch, wenn man möchte, auch nochmal rausgehen auf den Balkon und sich schön raussetzen. Also ist der Balkon quasi riesengroß, einmal komplett außenrum um die ganze Suite. Und man kommt quasi vom Wohnbereich direkt dann im Schlafzimmer wieder raus. Und hier auch noch ein Highlight, und zwar ein Kleiderschrank. Hier ist natürlich das Schönste eigentlich, wenn man hier rausgeht. Das ist total cool. Ein begehbarer Kleiderschrank. Ich glaube, jetzt doch mal eine Runde. Über den großen, hallo Elke. Über den großen Balkon und an der anderen Seite dann wieder rein. Hier hängt auch noch eine Hängematte. Sehr cool. Jetzt sind wir wieder im Wohnbereich, wo das Sofa ist und der Fernseher. Hier haben wir ein Badezimmer. Das ist mega cool, weil es hat einen mega großen Spiegel und ein Waschbecken, ein doppeltes. Mit zwei Wasserhähnen. Da kommt man sich abends, wenn man doch zusammen dann im Bad ist, nicht in die Quere. Da drin haben wir dann die Toilette. Die ist auch nochmal abgegrenzt. Da könnte man selber nochmal die Tür zumachen, dass wenn jemand duscht oder sich die Zähne putzt, dass der andere dann aufs Klo gehen könnte. Hier drin haben wir die Dusche. Das ist auch cool. Eine sehr, sehr große Dusche. Also ich kann ehrlich jetzt sagen, bis jetzt ist die Diamant Suite mein absoluter Favorit. Super schön hier. Hier wieder, wie in den anderen auch. Kaffeemaschine.